Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeige euch ein Video von einem Rabbi, der heute Nacht, amerikanischer Zeit, ein Video gemacht hat im Livestream. Und ich habe die Behauptung aufgestellt, dass Israel keinen Tempel hat, und zwar seit 2000 Jahren nicht. Damit auch keine Möglichkeit zur Reinigung von seinen Sünden. Die Frage ist für den Rabbiner sehr unangenehm gewesen und auch sehr schwierig zu beantworten, weil er, wenn er das nach jüdischem Modus beantwortet, im Widerspruch steht zum Alten Testament. Im Alten Testament ist deutlich gesagt, dass in Israel und speziell in Jerusalem im Tempel allein geopfert werden muss und nur dort geopfert werden darf. Der Tempel war der Wohnort Gottes. Wenn also nur im Tempel geopfert werden darf, dann hat Israel seit 2000 Jahren keine Möglichkeit, Reinigung für seine Sünden zu bekommen. Dürft mal gespannt sein drauf, wie er da reagiert und wie er das beantwortet. Ich kommentiere das so zwischendrin mal ein bisschen. Das Problem ist dann halt auch einfach das, dass man jetzt eine jüdische Sicht hat, auf die man ein bisschen sich einstellen muss. Das beginnt mit Jesaja 53, wo er den Gottesknecht, den wir auf Jesus Christus deuten, den deutet er auf Israel und dreht die Dinge komplett auf den Kopf. Ja? Schaut das mal an. Ich versuche das so gut wie es geht zu kommentieren und wünsche euch viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Okay, gehen wir zurück zu Kapitel 53, Vers 1. Das ist ein weiteres starkes Beispiel für die irrige Übersetzung aus dem Hebräischen ins Englische. Okay. Nicht, dass er für unsere Sünden starb, sondern er starb, weil wir, die Nationen der Erde, sündigten. Woher wissen wir, dass es die Nationen der Erde sind? Jesaja 53,1. Also, wer spricht hier? Die Leute, denen der Arm des Herrn offenbart war. Was laut Jesaja 53, Vers 10 ausdrücklich die nichtjüdischen, heidnischen, götzendienerischen Nationen der Erde waren. Also die Leute, die hier sprechen, sind die Nationen. Und was sagen sie? Sie sagen, oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Die Juden hatten die ganze Zeit recht. Was wir ihnen antaten, das war Sünde. Wir haben das Christentum beschützt, aber gegen die Juden gesündigt. Gottes heiliges Volk, Gottes erwähltes Volk. Und alles, was wir ihnen angetan haben und worunter sie litten, ist ein Ergebnis von, sie litten wegen unserer Sünden. Denn das, was wir ihnen waren, war Sünde. Sie litten wegen unserer Sünde. Okay, also wir befassen uns immer noch mit dem endzeitlichen Schema. Ja, das endzeitliche Schema ist weitaus mehr ein christliches als ein jüdisches Schema. Ja, das ist der Grund, warum ich das aufbringe. Und wir wollen diese Gedanken diskutieren und die Pandemie und all diese Sachen, womit wir in der messianischen Ära zu rechnen haben. Gibt es Krieg und lauter solche Sachen? Zunächst einmal kenne ich einen Krieg. Das ist der Krieg von Gog gegen Magog. Der Messias ist dann schon da zu dieser Zeit, bevor dieser Krieg stattfindet. Im Krieg von Gog gegen Magog kämpfen nur Menschen. Es gibt keine mystischen Kräfte wie den Teufel oder Engel. Ja, warum er das erwähnt, weiß ich nicht genau. Ich glaube, im Koran gibt es Vorstellungen über Gog und Magog, dass da eher eine Mauer ist, die dann irgendwann zerbrochen wird in der Endzeit und dahinter irgendwelche monströsen Wesen auftauchen, die so eher aus der Mystik irgendwo auch kommen. Ob er deswegen sagt, dass in Gog und Magog nur Menschen kämpfen und keine Engel oder sonstige oder Teufel, weiß ich nicht genau. Die Auffassung, die er zu Gog und Magog hat, ist natürlich eine jüdische, keine christliche. Er erwartet als nächste Auseinandersetzung, wie viele auch messianische Christen, den Gog und Magog-Krieg. Wenn man aber Offenbarung liest, dann sieht man, dass Gog und Magog nach 1000 Jahren kommen. Da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Es gibt zwei Stellen nur in der Bibel, die von Gog und Magog reden. Hesekiel und in der Offenbarung. Und in Hesekiel wird gezeigt, wo Gog und Magog anzusiedeln ist. Und in der Offenbarung wird gezeigt, wann Gog und Magog kommt. Ist aber auch ein umstrittenes Thema, auch bei den Christen. Viele Christen erwarten auch Gog und Magog zu Beginn der Trübsalzeit. Wie man das da einordnen soll, weiß ich nicht. Ist, wie gesagt, ein Thema, was strittig ist.
Was aber er hier sagt, das finde ich auch bedenklich oder zumindest mal interessant. Er spricht nämlich von einem Krieg von Gog gegen Magog, während die Christen, auch die messianischen Christen, die sprechen von einem Krieg von Gog aus Magog, ja, Gog aus dem Gebiet von Magog, der dann gegen Israel kämpft. Warum er sagt, dass Gog gegen Magog kämpft, weiß ich nicht genau. Kommt vielleicht aus dem jüdischen Background, den er hat. Schauen wir mal weiter. Der, oh bitte, lass uns damit nicht anfangen. Einer der Messiasse, der Messias, der Sohn Josefs, der zur gleichen Zeit lebt wie der Messias, der Sohn von Juda, der Sohn Davids, der Nachkomme Davids, sie leben zur gleichen Zeit. Sie sind Zeitgenossen, ja. Es ist nicht eine und dieselbe Person, die später wiederkommt. Der Messias, der Sohn Josefs, stirbt und die erste Person, die der Messias Ben David auferweckt, im Krieg von Gog gegen Magog, ist der Messias, der Sohn Josefs. Ja, das ist auch hochspannend, weil er jetzt nämlich von zwei Messiasen spricht. Ja, da habe ich auch schon, ich glaube, zwei, drei Videos drüber gemacht. Die Juden erwarten für die Endzeit zwei Messiasse. Das ist für uns Christen erstmal total erstaunlich, weil wir denken, es gibt nur einen Messias in der Endzeit und da warten die Juden auch drauf. Aber so wie er hier auch sagt, ist die jüdische Erwartung die, dass es einen Messias Ben Josef und einen Messias Ben David gibt. Der Messias Ben Josef, der wird sterben, weil in Sacharja steht, sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Das müsste man dann so übertragen, Israel wird den sehen, in den die Heiden gestochen haben oder jemand anders auf jeden Fall gestochen hat. Der wird ermordet, ja, dieser Messias Ben Josef. Und so wie er sagt, wird der vom Messias Ben David dann während des Gog und Magog oder Gog mit Magog Krieges oder kurz davor zum Leben auferweckt, ja, und die beiden kämpfen dann zusammen. Das ist erstaunlich für uns Christen, dass die Juden auf zwei Messias erwarten. Das liegt aber daran, dass Jesus im Alten Testament halt gezeigt wird, einmal als der leidende Messias und einmal als der herrschende Messias. Und weil die Juden Jesus ablehnen und deswegen nicht davon ausgehen können, dass Jesus schon einmal da war als leidender Messias und nochmal wiederkommt als herrschender Messias, deswegen müssen sie beide Messias-Darstellungen für die Endzeit erwarten. Und deswegen gehen die davon aus, die Juden, dass zwei Messias kommen. Es gibt sogar Aussagen, die noch von einem weiteren Messias reden, einem Schlangen-Messias, der mit der Nehustan zu tun hat, dieser ehernen Schlange, die Mose in der Wüste aufgestellt hat und die bei Hiskia dann auch als Götzendienst zum Götzendienst missbraucht wurde. Da gibt es allerlei mystische Vorstellungen im Judentum. Aber zumindest hat er jetzt mal hier diese beiden Messiasse genannt. Finde ich ganz interessant, das mal aus berufenem Munde zu hören. Wir schauen weiter. Okay, so just to nip it in the bud. Also erstickt das nicht im Keim, bevor wir überhaupt zu dem Thema kommen. Der Ausdruck der Messias, der Sohn Josefs, heißt, der da aus dem Stamm Josef kommt. Das bedeutet nicht, dass es irgendjemand ist, dessen Vater Joey heißt. Nur weil Jesu Stiefvater, nicht sein biologischer Vater, Josef hieß, heißt nicht, dass er möglicherweise der Messias, der Sohn Josefs wäre. Warum? Weil der Messias, der Sohn Josefs, aus dem Stamm Josefs kommt, aus dem halben Stamm von Ephraim oder aus dem halben Stamm Manasses. Aber das Neue Testament versucht uns zu zeigen, dass Jesus ein Nachkomme des Stammes Juda war und von König David. Deswegen sprechen sie über Josefs Abstammung in Matthäus 1 und Lukas 3 und versuchen es auf König David zu beziehen. Ein Nachkomme Josefs kann nicht gleichzeitig ein Nachkomme vom Vater, also nur durch den Vater, Matthäus Kapitel 1, es geht immer über den Vater, er kann nicht beide sein, von Juda und von König David und von Josef, von zwei unterschiedlichen Stämmen. Das funktioniert nicht. Der Krieg, über den wir reden, findet statt, wenn der Messias schon da ist, der gemeinsam mit dem Messias, dem Sohn Josefs, kämpft. Der Krieg bringt den Messias also nicht hervor, sondern er wird schon da sein. Das ist mein Punkt. Alles, was der Messias angeblich tun soll, steht in Verbindung mit der Endzeitlehre. Die Rettung des jüdischen Volkes aus der Gefangenschaft, die Rückkehr aller Juden nach Israel, die Wiederherstellung des Hauses David durch den Messias, der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem.
Und möglicherweise erweckt Gott die Toten wieder auf für ein zweites Gericht. Und er erschafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich empfinde das heute Abend als extrem frustrierend, maximal frustrierend. Ich weiß nicht, was die Leute immer meinen. Also wir haben hier ganz kurz Achim Klein. Manches, was er erwähnt, ist gut, aber er schreibt, es gäbe keine Reinigung, weil es keinen Tempel gibt. Das ist jetzt ein absolut kritisches Thema für den Rabbi. Denn im Alten Testament ist der Tempel der Wohnort Gottes und der einzige Ort, an dem Opfer unter anderem zur Reinigung der Sünden gebracht werden durften. Das Fehlen des Tempels während der letzten 2000 Jahre zu erklären, bringt ihn zwangsläufig in Widerspruch zum Tanach. Mal schauen, wie er sich aus der Affäre zieht. Er sagt, es gibt keine Reinigung. Also ich weiß so ungefähr, was er meint. Er sagt, dass den Juden nicht vergeben werden könne, weil sie Jesus abgelehnt haben und sie keinen Tempel für die Opfer haben. Das war für mich damals auch ein sehr gewichtiges Argument. Kannst du das kurz erklären, dass Juden keine Vergebung haben? Kein Tempel, kein Gottesdienst, keine Priesterschaft, keine Reinigung, keine rote Kuh, kein gar nichts, keine Lehrer. Der letzte Punkt, keine Lehrer, ist eine Beleidigung der Rabbiner. Und übrigens, Achim Klein, vielleicht lernst du mal Hebräisch. Achim Klein heißt nicht Bruder Klein, das heißt Brüder Klein. Es müsste Ach Klein heißen oder Achi, mein Bruder Klein. Aber Achim Klein heißt Brüder Klein. Aber das ist vielleicht ein Bezug auf die ganzen Leute in deinem Haushalt, die da sitzen und jetzt mit uns reden. Aber das bezweifle ich. Ich glaube, du kannst einfach kein Hebräisch. Und erzähl uns nichts über keinen Tempel, keinen Gottesdienst, keine Priesterschaft, keine Reinigung, kein gar nichts. Wir brauchen keine rote Kuh, bis der Tempel wieder gebaut ist. Also es gibt keinen Tempel und keine rote Kuh, weil das nicht nötig ist. Sogar König Salomon, bevor er den Tempel geweiht hat, der einzige Platz auf dem Planeten Erde, die ganze Erde, der ganze Planet, der den alleinigen und einzigen Tempel für den alleinigen und einzigen Gott hat, er sagt davon, wir brauchen diesen Platz nicht. Es wird eine Zeit geben, wo er zerstört ist, wo wir in das Land unserer Feinde zerstreut werden. Alles, was er für die Vergebung braucht, ist, diesen Platz anzuschauen. Ja, das ist richtig. Das hat Salomo gesagt, ja, dass es eine Zeit geben wird, wo Israel in die Völker zerstreut ist und keinen Tempel haben wird. Aber der Knackpunkt dabei ist ja der Grund, warum das geschehen ist. Ja? Und der Grund dafür, den findet ihr in 2. Chroniker 36. Da sieht man, wie Nebukadnezar den Tempel im Jahr 586 vor Christus zerstört, wird dort beschrieben. Und da wird beschrieben, dass der Grund dafür war, dass Israel so gottlos geworden ist, dass kein Heilen mehr da war. Lest das Kapitel mal durch. Gott wollte seines Tempels schonen, aber das war so schlimm. Die Juden waren dermaßen abgefallen und dermaßen gottlos und sündig geworden. Wahrscheinlich ähnlich wie das heute auch mehr und mehr auch an die Oberfläche tritt. Solche Praktiken hat es damals auch gegeben. Und da hat Gott den Nebukadnezar geschickt und den Tempel zerstört. Das, was der Rabbi hier weglässt, ist der Grund, warum der Tempel zerstört wurde. Salomo hat das als König und als Prophet vorausgesehen und auch den Juden schon gesagt. Aber er sagt, dass sie umkehren müssen und dass sie Buße tun müssen von ganzem Herzen, dass sie umkehren müssen zu Gott. Und im Neuen Testament gilt, dass sie umkehren müssen zu Jesus Christus. Und Israel ist ins Land zurückgekehrt, ohne zurückzukehren zu Jesus Christus. Deswegen stehen diesem Volk noch schwere Zeiten vor. Und die Bibel sagt ja auch, dass 2/3 Israels noch ums Leben kommen und der Rest nochmal geläutert wird. Ja? Jesus spricht von dieser Zeit als einer Zeit des Zorns. Ja? Das sind die Tage des Zorns oder das sind die Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschehen soll. Und er sagt, diese Rache ist über dieses Volk. Das sind harte Worte, die man auch kaum hört, aber die sind halt, stehen halt so in der Bibel. Und es macht doch keinen Sinn, die auszulassen, was der Rabbi aber tut. Ja? Der sagt zwar, das ist zwar Fakt, dass wir irgendwann unter unsere Feinde zerstreut werden, aber ein bußfertiges Herz oder Einsicht darüber, dass Israel gottlos gewesen ist, so gottlos, dass sie sogar Gottes Sohn verworfen haben und deswegen ihren Tempel seit 2000 Jahren nicht haben, deswegen auch keine Reinigung haben, den Schritt geht er nicht, ja? den verschweigt er. Und das ist etwas, was ich den Rabbinern vorwerfe, ja.
Aber diese Unbußfertigkeit, die gibt es natürlich nicht nur im Judentum, die gibt es auch mittlerweile in unserem abgefallenen Christentum ganz genauso. Ja? Und wie ein russlanddeutscher Bruder mal gesagt hat, der Rabbiner ist nicht ausgestorben. Oder er sagt eigentlich, der Pharisäer ist nicht ausgestorben. Ja? Aber es gilt wahrscheinlich beides. Das gibt es auf jüdischer und christlicher und muslimischer Seite und wahrscheinlich in allen Religionen. Ja? Der Glaube an Jesus Christus, das ist eine Herzenssache. Der macht das Herz froh und frei. Ja, und gewiss in dem, was es glaubt, und zwar im Neuen und auch im Alten Testament. Ja? Denn wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, dann wird es zum Neuen Testament. Aber das hätte der Rabbiner ergänzen müssen und das hat er nicht getan. Und man merkt auch, wie er sich an der ganzen Sache verbeißt, ja? Und wie so ein Unmut in ihm aufsteigt, weil er ganz genau weiß, dass dieses Argument nicht so leicht zu entkräften ist. Ja? Wir schauen mal weiter. Der einzige Platz auf dem Planeten Erde, die ganze Erde, der ganze Planet, der den alleinigen und einzigen Tempel für den alleinigen und einzigen Gott hat, er sagt davon, wir brauchen diesen Platz nicht. Es wird eine Zeit geben, wo er zerstört ist, wo wir in das Land unserer Feinde zerstreut werden. Alles, was er für die Vergebung braucht, ist, diesen Platz anzuschauen. Tut Buße von euren Sünden, ruft zum allmächtigen Gott, hört auf, das Böse zu tun und dann wird uns vergeben. Okay, schau dir 1. Könige 8 an. Beim 44., 45. Vers, irgendwo bei diesen Versen. Er sagt nicht, oder wird eine Zeit sein, wo der Tempel zerstört ist und wo wir keine Möglichkeit haben. Er sagt, alles, was er tun müsst, ist diesen Ort anschauen. Er sagt, genau an dem Platz, der geweiht war, um das Opfer dort stattfinden zu lassen, ihr braucht nicht zu opfern für die Vergebung der Sünde. Er sagt, fastet und betet, dann wird euch Gott vergeben. Keine Opfer. Ja. Ich finde das heute Nacht außerordentlich, also weißt du, sie kommen in unsere Show und versuchen das hier zu übernehmen. Sie werfen hier Sachen ein, sie erwähnen einen Teil eines Verses von hier und einen Teil von einem Vers hier und einen Teil von einem Vers da und sie überwältigen uns und versuchen ihren dummen Samen des Glaubens hier zu pflanzen, den Senfkorn-Samen des Glaubens. Das ist vor allem der Grund, warum ich kein guter Debattierer mit solchen Leuten bin. Ich ärgere mich zu sehr über sie. Sie sind so dumm. Wir brauchen keinen Tempel. Ich habe dir das gerade erklärt. Mach nur weiter, bleib dran. Vielleicht findet das irgendwo irgendjemand interessant. Vielleicht willst du ihn auch löschen, das ist okay. Und den Juden ist schon vergeben worden. Sie brauchen keine Opfer mehr für ihre Vergebung. Bringt die Frucht eurer Lippen, eure Gebete. Ich kenne den einzigen Hirten. Mach nur weiter und bleib blind. Glaub, was du willst. Niemand kümmert sich drum, was du glaubst. Du kamst zu uns. Du kamst in unsere Show. Genauso wie der Typ, der eben am Telefon mit uns war. Er kam zu uns. Wir kamen nicht zu dir. Uns doch egal, was du glaubst. Uns doch egal, was du denkst. Uns doch egal, was du sagst. Lass uns einfach in Ruhe. Also ich möchte nicht, dass er uns in Ruhe lässt. Also ich habe auch nicht nachgelassen bei dem Rabbiner, ich habe seinen Namen vergessen, von Juden fürs Judentum. Nicht Rabbi Skobak, sondern Eli Cohen. Ich bin ihn auch angegangen, wenn auch mit etwas mehr Taktgefühl. Immer und immer wieder kam ich zu ihm, bis er schließlich meine Augen geöffnet hat. Also ich möchte sogar, dass die Leute hier bleiben. Nur seid bitte freundlich und nicht zu pushy. Er ist gekommen, um hier zu lernen, weißt du? Ja, also meine Anmerkungen, die ich da im Kommentar geschrieben habe, die waren sehr knapp gefasst und klangen deswegen auch ein bisschen schroff. Ist nicht so gemeint, ist einfach so, weil die Kommentare da so runtergerattert sind ohne Ende, habe ich die schnell hintereinander geschrieben. Ich stehe auch zum Inhalt, war aber nicht so schroff gemeint. Fand es aber super nett von dem Moderator, da habe ich auch mehrfach schon Kommentare hinterlassen, wie er das so ein bisschen aufgefangen hat und auch seine Situation da geschildert hat zu der ganzen Sache und versucht hat sogar den Rabbi so ein bisschen auch wieder zu ermutigen, weil er war total deprimiert nach der ganzen Sache. Aber ich fand es sehr, sehr nett von ihm und sehr freundlich von ihm. Ich bin tief betroffen, wenn ich sehe, dass er selber auch Pastor war, seine ganze Familie Pastoren sind. Er hat auch seine Lebensgeschichte mal erzählt. Er ist der Einzige, der zum Judentum konvertiert ist. Und das ist so die Gefahr, die ich so ein bisschen auch sehe, dass gerade in evangelikalen Kreisen das Judentum immer mehr an Raum gewinnt und auch sehr offensiv ist.
Der Rabbi hier jetzt war nicht ganz so eloquent, ja, merkt man ihm auch so ein bisschen an, dass ihn das so ein bisschen aus dem Gleis geworfen hat. Aber es gibt da so andere wie Skobak und Singer, die sind da sehr, sehr eloquent, ja, und sind sehr, sehr gut informiert. Die kennen das Neue Testament extrem gut und suchen da auch natürlich nach Fehlern und versuchen die auch irgendwie nachzuweisen, drehen vieles auf den Kopf. Ich habe auch ein paar Videos gemacht da zur 70. Jahrwoche, wo man die jüdische Sicht, man sieht von Rabbi Skobak, die haben da auch zu den 70 Jahrwochen ihre Theorie, muss man sagen, kommt aus dem Talmud, ist noch verworrener und noch weniger richtig wie das, was in der evangelikalen Welt so im Moment kursiert. Ist auch nicht ganz so wichtig, ja. Ich fand trotzdem die Antwort, die der Rabbiner gegeben hat, sehr interessant. Und der Moderator, da kann man eigentlich nur beten für, ja, dass der den Weg wieder findet zu Jesus Christus und sich nicht von den Rabbinern belügen und betrügen lässt. Ja. Denn die verdrehen das Wort, das seht ihr ja an Jesaja 53. Und die suchen auch krampfhaft ihr Judentum und ihre jüdische Auslegung aufrechtzuerhalten, weil in Israel eine große Erweckung ist. Und weil die auch sehen, dass in so Ländern wie im Iran zum Beispiel eine große Erweckung ist im Moment. Ja. Das sind ganz, ganz viele Menschen, die da zum Glauben kommen. Auch in den anderen muslimischen Ländern, Afghanistan und so weiter, kommen Menschen zum Glauben, sind auch Glaubensgeschwister dort. Also es ist gut, wenn wir die auch im Gebet einschließen und für die beten, denn die haben nochmal ganz andere Probleme als wir hier. Ja? Wer weiß, wie groß die Probleme auch hier noch werden mögen. Aber den Christen, die dort in Afghanistan und in anderen muslimischen Ländern sind und zu Jesus gefunden haben, denen geht es nochmal ganz anders als uns. Und da ist wichtig, dass wir an die denken, im Gebet und vielleicht auch in der Brieftasche. Ja? Ich sage das mal so ganz frontal. Und um dich ein bisschen aufzumuntern, ich war für viele Jahre ein Christ. Mein Vater war ein messianischer Rabbiner, mein Großvater und mein Onkel sind alle christliche Pastoren. Meine Brüder sind Pastoren, ich war ein Pastor. Also ich weiß, ich kenne das alles. Und es ist nicht so, als ob du zu jemandem redest, der nicht schon öfter hier war. Also komm gerne wieder, aber sei ein bisschen respektvoll, wenn du im Chat bist. Sie respektieren nicht unsere Religion, sie respektieren nicht unseren Glauben, sie respektieren nicht unser Glaubenssystem, sie respektieren nicht unsere Bibel, sie respektieren nicht unseren Gott. Also respektiere sie auch nicht, wenn sie respektvoll sind, wenn sie kommen und wollen eine ehrliche Diskussion, wenn sie sagen, es steht aber hier, es steht da, es steht dort. Du hast mehr Geduld, als ich habe, William. Gott will uns nicht bestrafen für unsere Sünden. Sieh mal, das ist die Zeit der Umkehr. Wie zum Beispiel der Ramadan im Islam. Wegen seines Namens vermute ich, dass er Muslim ist. Da gibt es eine Entsprechung zwischen Ramadan und Yom Kippur. Aber der Punkt ist, es sagt, dass allen bösen Menschen vergeben wird, nicht durch ein blutiges Opfer. Es hat damit zu tun, das Böse zu lassen, das Gute zu tun, und Gott wird dir vergeben. Und es gibt keine Sünde, die geerbt wird von den Eltern. Das ist schon alles, das beantwortet die Frage. Wir sind bald am Ende. Ja, ich weiß, du willst gehen. Ja, richtig, wir sind nicht in Sünden geboren. Das ist nur ein christliches Konzept. Das kommt durchs falsche Lesen und die falsche Übersetzung von Genesis, von der Schöpfungsgeschichte. Meine Frau wartet, ich muss 20 Minuten früher Schluss machen. Füttere nicht die Trolls. Ich habe keine Lust, die hier nur zu unterhalten. Okay, Rabbi, ich spiele die Musik. Die Musik startet. Es geht los, ich warte auf den Fingertanz. Ich fand diese Sendung sehr deprimierend, weil... Shalom, everybody. We'll see you next week. Same time, same place. Hashem willing.